Hallo, hallo. Ich habe hier den Oliver Mascarenhas aus Deutschland zu Gast heute bei mir. Der Oliver ist ein Cellist und wir haben heute ein ganz anderes Thema, hat gar nichts mit Kimono zu tun. Aber da kann der Oliver bestimmt auch gleich was erzählen, wie wir dazu kommen, zu diesem ungewöhnlichen Interview heute. Stell dich doch mal vor ein bisschen. Ja, wunderschönen guten Morgen erstmal aus Hannover. Ja, ich freue mich, dass wir hier ein kleines Gespräch zusammen haben. Und ja, mein Name ist Oliver Mascarenhas. Ich bin Cellist in der NDR Radio Philharmonie Hannover. Und wir haben das große Vergnügen, morgen nach Japan zu reisen. 14 Tage sind wir dort unterwegs, dreimal in Tokio. Und ich habe mir kurzfristig überlegt, wie kann ich mich denn jetzt auf die Schnelle auf besonders Tokio vorbereiten? Am liebsten hätte ich gerne einen einheimischen Kontakt. Und da bin ich dann über eine Doku auf Amazon Prime auf Angie, auf dich gestoßen und habe wirklich sehr begeistert und interessiert erfahren, was für eine Arbeit du machst, vor allen Dingen als deutsche Kimono-Schneiderin, also beachtlich. Und da habe ich dann überlegt, Mensch, vielleicht kann ich ja einen Kontakt aufbauen und dann hätte man möglicherweise jemanden in Tokio, der einem ein bisschen die Gegend zeigen kann, zum Beispiel. Und so habe ich dann, so hab ich dann dich und deine Homepage gefunden, dich angemeldet und jetzt sitzen wir hier. Wow. Ja, Wahnsinn, ne, was heutzutage alles möglich ist. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Du hast ja einen Wahnsinns-Terminplan, wie du mir gezeigt hast. Das geht ja richtig rund. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du heute dich bereit erklärt hast, mit mir ein bisschen zu schnacken hier und auf die norddeutsche Art und ein bisschen was zu erzählen, was du so machst und was ihr so vorhabt in Japan. Ja, stell dich doch noch mal ein bisschen detaillierter vor. Ja, ich bin Violoncellist und seit 25 Jahren hier in Hannover in dem wunderbaren Orchester der NDR Radiophilharmonie. Tatsächlich gerade vor wenigen Wochen habe ich mein 25-jähriges Orchesterdienstjubiläum gefeiert. Was ist Dienst bei uns? Musiker und Dienst passt ja irgendwie gar nicht so richtig zusammen. Aber wir haben tatsächlich, also das Orchester ist wie eine Firma, die also von Woche zu Woche arbeitet, wie ja, im Prinzip in einer echten Firma, wie man sie auch anderswo kennt. Wir haben einen richtigen, ja, verbeamteten Zeitablauf. Wir müssen Montag bis Freitags immer dort sein, haben dann oft Donnerstags, Freitags abends Konzerte, fast jedes Wochenende auch und machen also von Barockkonzerten über ganz herkömmliche Symphonie-Abo-Konzerte, Jugendkonzerte, aber auch manchmal Popkonzerte. Bands kommen auch ab und zu mal zu uns und das tatsächlich so sind das sehr namhafte Leute, Solisten, die wir dann auch begleiten werden. Aber überwiegend machen wir klassische Musik, Beethoven, Brahms und die ganzen vielen wunderbaren Komponisten, die man auch sonst kennt. Ja, Wahnsinn. Und jetzt kommt ihr nach Japan und werdet hier auch nochmal euer Bestes zu geben und die ja, japanischen Besucher begeistern wahrscheinlich. Wolltest du eigentlich als Kind schon immer im Orchester spielen oder wie bist du zur Musik gekommen? Zur Musik bin ich durch meinen Vater gekommen, der selber auch Violoncellist ist. Er ist Inder und hat tatsächlich in Indien Cello spielen gelernt, wiederum von seinem Vater, der Cellist war. Wir sind so eine Cellistendynastie. Mein Vater ist dann nach Deutschland, nach Essen, an die Folkwang-Hochschule gekommen, hat dort meine Mutter in derselben Cello-Klasse kennengelernt, die also auch Cello gespielt hat. Und so fällt der Apfel nicht weit vom Stamm, dass ich dann auch Cello gelernt habe. Das heißt, ich habe es jetzt nicht unbedingt gewollt, als ich ein Kind war, aber mein Vater hat mir doch sehr viel Lust auch gemacht, das Instrument, wunderschöne Instrument, muss ich wirklich sagen, kennenzulernen. Und so wollte es das Schicksal, dass ich das dann auch beruflich mache. Und ja, ob meine Kinder das jetzt auch machen werden, weiß ich noch nicht. Ich habe nicht so die Strenge meines Vaters, aber werden wir mal sehen. Genau. Ja, Wahnsinn.
Woran liegt eigentlich der Unterschied zwischen den verschiedenen Sinfonieorchestern oder was zeichnet die NDR Radiophilharmonie aus oder was macht sie besonders? Wir haben in Deutschland vielleicht weltweit eine einzigartige Sinfonieorchesterkultur. Es sind nicht nur Sinfonieorchester, sondern es sind richtig sehr tolle, hochkarätige Kultureinrichtungen, die einen Bildungsauftrag haben, die also auch junge Menschen zum Beispiel für klassische Musik unter anderem begeistern sollen. Und gerade die klassische Musik hat ja eine jahrhundertealte Tradition. Da kann man ja noch bis Johann Sebastian Bach zurückgehen und noch davor gibt es also unglaublich beeindruckende Komponisten, die diese Musik komponiert haben. Und das ist eine Tradition, die über viele Jahrhunderte bis heute immer weiterging und viele auch Popmusiker und Rockmusiker, die holen sich also ganz viel Know-how aus der klassischen Musik wiederum auch für ihre Musik. Ne? Also man kann sagen, dass die klassische Musik so eine Basis ist, aus der ganz viele Musiker dann später auch profitieren und für ihre Kunst sozusagen auch schöpfen. Ne? Genau. Und genau, und vielleicht nur ganz kurz, und die NDR Radiophilharmonie, die zeichnet sich durch sehr viel, also eine große Vielseitigkeit aus, dass wir uns bemühen, eben auch viel für junge Menschen zu tun und auch junge Menschen integrieren. Es gibt zum Beispiel kleine Kammermusikformationen, die in Schulen gehen, zum Beispiel, um den jungen Leuten dort was zu erzählen oder ein Instrument vorzustellen. Jetzt konnte ich ganz viel noch erzählen, genau. Ach so, ja, Wahnsinn. ist es jetzt das erste Mal für dich in Japan oder wie ist die Tour zustande gekommen eigentlich hier? Es gibt tatsächlich schon Ansatz und Berührungspunkte, die ein paar Jahre zurücklegen. Und zwar haben wir einen japanischen Chefdirigenten über 12 Jahre gehabt, damals den Eiji Uhr, von mir sehr bewunderter japanischer Chefdirigent, der quasi mit mir vor 25 Jahren bei diesem Orchester angefangen hat. Also ich kam 1997, er ist dann 1998 meines Wissens Chef geworden und mit ihm, weil er dann auch entsprechende Kontakte nach Japan hatte, gebürtig ist er aus Hiroshima, sind wir mit ihm schon 3-mal in Japan gewesen und so gesehen ist da einfach eine Verbindung da und nebenbei bemerkt ist Japan auch ganz bekannt dafür, eine wunderbare, sehr hochkarätige, tolle klassische Musikszene zu haben. Tolle Orchester und möglicherweise gibt es auch zwischen Japan und Deutschland auch viele Gemeinsamkeiten. Ja, ich nenne jetzt vielleicht einmal eine, die Pünktlichkeit. Ich bin manchmal nicht immer pünktlich, aber da gibt es durchaus auch viele Berührungspunkte zwischen den Ländern natürlich. Ach so, ja. Ja, es gibt auch sehr viel, ja, glaube ich, klassische, also Liebhaber der klassischen Musik hier in Japan. Das habe ich auch, das denke ich auch auf jeden Fall. Hast du denn vielleicht ein japanisches Lieblingsessen oder etwas, worauf du dich jetzt freust, wenn du jetzt zum dritten Mal oder zum vierten Mal nach Japan kommst, etwas, was du unbedingt essen möchtest? Also ich werde nie vergessen, als ich den Tokioter Fischmarkt damals um 4:30 in der Früh das erste und letzte Mal vorerst besucht habe und ich kann nicht verhehlen, dass ich ein großer Sushi-Sashimi-Liebhaber bin. Eigentlich verhältnismäßig regelmäßig hier in Hannover, wo wir sehr gute Sushi-Restaurants haben, immer wieder mal gehe, aber auch zum Beispiel die Ramen-Suppe, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Japanische Nudelsuppe ist einfach ein Muss, genau. Genau, vor allem wenn es kälter wird, die Wärme dann nochmal schön von innen. Ja, genau. Ja, das ist sehr interessant. Also das mit dem Fischmarkt, das habe ich mir sogar noch in den fast 12 Jahren noch nicht gegeben, mich so früh aus dem Bett zu schälen, obwohl das natürlich echt, glaube ich, ein Highlight ist, ne? Ich war 12 Jahre in Hannover und habe es noch nicht geschafft, damals zumindest ins Opernhaus. Wir haben hier ein ganz fantastisches Opernhaus zu gehen, also da können wir uns auch die Hand reichen. Ich bin dann doch wenig später viele Male da gewesen und es ist nie zu spät, den Tokioter Fischmarkt zu besuchen. Ne? Stimmt, ja. Vielleicht muss ich das nochmal ins Auge fassen.
Okay, weil wir ja gerade immer noch, naja, manche Leute sagen jetzt schon nach Corona, obwohl es hier immer noch ein bisschen rund geht. Wie war denn das eigentlich das Leben für dich und deine Musikerkollegen während der Pandemie? Oder hat es jetzt noch Auswirkungen für euch? Vielleicht magst du ein bisschen was dazu erzählen. Ich glaube, die Pandemie hat etwas in den Menschen verändert und ist zumindest unter denen, die jetzt hier auf dieser wunderschönen Welt anwesend sein dürfen, noch nie in dieser Form da gewesen. Insbesondere ja, in der Kunst, Kultur, Musikszene hat Corona Verheerendes angerichtet, dass insbesondere die armen Kollegen auf dem freien Markt also ganz, ganz schwer darunter gelitten haben. Man muss dazu sagen, dass in Deutschland schon sehr viele Hilfen auferlegt wurden, um Künstlern, Musikern, Theatermachern, bildenden Künstlern irgendwie das Leben einigermaßen zu erleichtern durch Hilfen. Aber die sind teilweise auch erst viel zu spät angekommen. Und wie es halt immer so ist, es waren nie genug. Wir haben selber vom Orchester einen Hilfsfonds aufgelegt, der insbesondere freien Musikern in der Orchesterszene zugutekommen sollte. Jungen Leuten, die es wirklich verdient haben und auch gerade sich noch in der Ausbildung befinden. Da könnte ich jetzt sehr, sehr, sehr lange erzählen. Es war furchtbar. Ich und wir haben das große Glück, angestellt zu sein, sodass Corona für uns nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist. Wir mussten 3 Monate erstmal aussetzen damals und haben dann aber auch relativ schnell wieder angefangen zu spielen. Zum einen, weil wir einen Bildungsauftrag zu erfüllen haben und natürlich auch nach außen zeigen wollten, hey, wir sind bei euch, wir machen etwas, wir haben natürlich auch ein Stammpublikum, wir haben über 5000 Abonnenten, die uns sehr, ja, wohlgesonnen sind, die regelmäßig in unsere Konzerte kommen und die sind natürlich erstmal alle knapp und über die Hälfte weggeblieben. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben also vor einem erstmal fast oder halbvollen Saal gespielt, der meistens immer ausverkauft ist. Und wir haben dann viele Aktionen gemacht, zum Beispiel auch in kleineren Gruppen und haben dann die Infrastruktur bei uns im NDR Landesfunkhaus genutzt, weil wir ja Fernsehen, Online und Radio alles unter einem Dach haben, das uns zugute kam, um dann schnell mit weniger Publikum dann die Musik wieder nach außen zu tragen. Ich sage nochmal, das ist ein großer Luxus, den wir haben und wir bemühen uns nach Kräften, auch diesem Auftrag gerecht zu werden. Aber Corona, ja, hat ganz, ganz, ganz vielen Menschen, Künstlern geschadet. Genau. Ja, Mensch, aber ja, hoffentlich geht es jetzt wieder ein bisschen bergauf. Das auf jeden Fall, Für ja. alle auf jeden Fall, auch in Deutschland. Und ja, also ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass die Säle jetzt in Japan gefüllt werden. Zumindest Und schon davon mal. Und dann gehen wir stark aus, alles andere. genau. Ja. Ah ja, genau, du hattest vorhin schon mal einmal was angesprochen, dass ihr ein bisschen mehr auch Musik macht, auch für jüngere Leute. Nun ist das ja auch so in Japan, dass immer mehr junge Leute sich nicht sehr für die traditionellen Künste oder Musik jetzt so sehr begeistern lassen und es halt immer weniger Leute gibt, die da halt Interesse haben. Ist das auch in Deutschland so und wie siehst du da die Zukunft? Also grundsätzlich sehe ich für die Zukunft der klassischen Musik in Deutschland keine, sagen wir, großen Probleme. Es gab schon über Jahrzehnte, naja, Talsohlen, die schon auch offensichtlich waren. Also man muss nicht verschweigen, dass das Publikum in den klassischen Konzerten eher älter ist. Es ist ein sehr treues Publikum und wir sind aber auf der anderen Seite auch dazu aufgerufen, für junge Leute, wie ich es versucht habe, ein bisschen zu umreißen, was zu tun. Und das kann man, indem man dahin geht, wo die jungen Menschen sind. Zum Beispiel in die Schulen, indem man einfach mal
ein, zwei, drei Musiker nimmt aus dem Orchester und man überlegt sich, dass man etwas vorbereitet, was man den jungen Leuten in der Schule dann im Unterricht mal vorspielt und dann ein bisschen was dazu erklärt. Und damit soll es auch nicht, dabei soll es nicht bleiben, sondern dann soll man versuchen, diese Klasse zum Beispiel in eines unserer Jugendkonzerte auch einzuladen. Und da gibt es also schon sehr viele Möglichkeiten, die wir sehr früh schon organisieren, um den jungen Menschen teilweise auch gratis oder zu einem ganz kleinen Ticketpreis, sage ich jetzt mal, ein klassisches Konzert oder mehrere auch zu ermöglichen. Und es ist sicherlich eine Sache, die weitestgehend unter die Lupe genommen werden muss, weil wenn wir nichts tun, dann stirbt auch unser Publikum aus irgendwann. Ja, das wäre nicht so gut. Ja, das ist ja hier auch so, glaube ich, das Problem. Ne? Also hier gibt es ja auch zum Beispiel Kabuki und so traditionelle Theater und No gibt es das auch so super traditionell. Es geht richtig weit zurück und all so eine Sachen. Und es ist natürlich auch, die bemühen sich auch, ne, und halt traditionell Tanz und alles Mögliche, bisschen junge Leute wieder dafür zu begeistern. Und ist natürlich schon, ja, wirklich. Was auch noch zu erwähnen ist, ist Fluch und Tugend zugleich. Es ist ja ein bisschen das Internet, das ja viele, und Corona hat das Ganze ja nochmal bestärkt, viele junge Menschen nur noch sozusagen sich in den eigenen vier Wänden befinden. Mhm. Und es ist heutzutage natürlich sehr einfach, auf YouTube zu gehen und sich dort ein tolles Konzert anzusehen. Dann gibt es dann diese ganzen Livestreams. Man muss eigentlich gar nicht mehr rausgehen. Mhm. Aber andererseits hat Corona auch wiederum gezeigt, hey, wir wollen auch nicht immer nur irgendwie in unserem Zimmer, in unserer Wohnung, in unserem Haus oder so hocken, sondern wir wollen auch mal wieder raus, weil dieses Live-Erlebnis, das ist eigentlich das, was uns begeistert. Und egal, ob es klassische Musik, Pop oder Rockmusik ist, wir wollen einfach auch gerne mal wieder ein bisschen gemeinsam unter Leute und mit denen dann gemeinsam das erleben. Also da sehe ich gar keine Probleme, dass das Live-Erlebnis irgendwie baden geht irgendwann. Ne? Aber wir müssen wieder etwas mehr tun, jetzt gerade auch nach Corona. Ja, sehr interessant auf jeden Fall, ja. Gibt es denn noch irgendwelche interessanten Anekdoten oder Geschichten über das Tourleben als Musiker, wenn man jetzt international unterwegs ist? Ich habe einmal gehört von dir per E-Mail schon, dass eure Instrumente für euch unzugänglich weggeschlossen werden nach den Konzerten. Warum? Und gibt es da noch irgendwelche anderen interessanten Sachen, die du mir so erzählen kannst, die man normalerweise Sterblicher nicht weiß? Na klar, also da könnte ich eine Reihe Anekdoten erzählen. Zwei fallen mir auf Anhieb ein. Zur Erklärung, wenn man mit so einem durchaus hochdekorierten Symphonieorchester auf Tour ist, dann sind das alles wirklich sehr exquisite Musiker, die unter schwersten Aufnahmebedingungen. Wir haben ein sehr anstrengendes Probespiel zu absolvieren, wenn wir in das Orchester reinkommen müssen. Das heißt, du musst ja erstmal studieren und das teilweise schon seit Kindesbeinen an. Und dann ist auch immer noch nicht gesagt, ob du dann später so einen Job kriegst, weil die Konkurrenz weltweit, es ist knochenhart. Also es gibt weltweit unglaublich tolle Musiker und wie gesagt, die eigentlich leckt sich die ganze Welt nach den deutschen Orchestern die Hände. Natürlich gibt es auch in Japan ganz wunderbare Orchester und so und auch in Amerika und Frankreich und Europa überhaupt. Aber Aber wer dann im Orchester ist, der hat dann auch ein relativ teures Instrument. Und ich will jetzt keine Werte nennen, aber entsprechend sind dann die Sicherheitsvorkehrungen auf einer Tour noch wesentlich größer, dass sie dann gut weggeschlossen werden, vor allen Dingen, wenn dann Transfers zwischen den Städten zum Beispiel stattfinden, dass die Instrumente einfach geschützt sind und man nicht einfach so rankommt. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wir Kollegen aus
aus, die Musiker, dann werden wir dann zum Beispiel von einer Stadt zur anderen dann auch nicht an die Instrumente rankommen. Oder und, beziehungsweise erst kurz vor einem Konzert, wenn wir dann eine Anspielprobe haben. Und nach dem Konzert, dann müssen wir das dann schnell wieder in die Kästen zurücktun und dann sind die weg. Dann kommen wir dann auch nicht dran. So ist das also. Das kann man dann nicht einfach so ins Hotel nehmen. Wobei ich sagen muss, zwischen kleineren Instrumenten und größeren Instrumenten gibt es noch einen Unterschied. Also die Geiger bei uns, ne, die können das dann auch mal eben so mitnehmen. Ne? Die müssen das dann nicht gleich immer verschließen. Aber wir von der Cello-Gruppe oder Kontrabässe, die noch größere Instrumente haben, die müssen das dann immer verpacken. Das ist dann so. Und ich werde nie vergessen, als wir damals eine Spanien-Tournee gehabt haben und ich Gott sei Dank mit meinem Zweitinstrument gereist bin, was nicht so teuer ist. Da waren wir in Barcelona und ich nehme das aus der Kiste raus und da hatten wir, das war dann, das Cello war in einer Hülle, hab das ausgepackt, aber hab gar nicht so genau hingesehen, weil man ist dann so in dieser Routine drin, okay, kurz bevor man in den Saal geht zur Probe, Instrument auspacken, dann auf die Bühne und dann geht die Probe los und so. Und dann sitze ich da, das Instrument liegt auf meinen Knien. Ich wollte es dann sozusagen bereit machen und dann erst gucke ich dahin und werde kreidebleich, weil ich schaue in das Cello hinein. Was ist passiert? Da ist also ein großer Teil der Decke vom Cello ist abgebrochen einfach, oh, ja. Und ich konnte, glaube ich, 5 Minuten nichts mehr sagen, weil das ist das erste und letzte Mal, dass ich das so erlebt habe. Da ist einem Träger das Instrument mit dem Kasten irgendwie runtergefallen, als er das vom LKW gehoben hat, wie ich dann später erfahren habe. Und dadurch ist das Instrument komplett kaputt gegangen. Jetzt geht es aber noch weiter. Dann habe ich ein Ersatzinstrument von einem spanischen Cellisten aus Barcelona ausgeliehen bekommen, sodass ich das Konzert wenigstens spielen konnte. Ja. Und da es ein Versicherungsfall war, weil es quasi Dienstreise ist, konnte ich das dann in Hannover dann geltend machen, als wir zurück waren. Das habe ich dann zum Geigenbauer gegeben, der hat das dann repariert. Ja. Und nach der Reparatur klang es noch besser. Ach was? Ja, Glück im Unglück dann. Sowas gibt es auch. Das kann es auch geben. Ja, das ist so eine. Oder wie? Ja, genau, das ist so eine von vielen Anekdoten. Und eine fällt mir noch ein, ganz kurz. Vielleicht ist dir das auch als Lüneburgerin noch bekannt. Wir waren ja, die Expo 2000 war ja hier in Hannover. Und wir waren damals inoffizielles Expo-Orchester und Weltstars wie Ray Charles, Bobby McFerrin, El Jarreau waren bei uns. Wir haben die begleitet. Und das war damals in der Preussack Arena auf dem Messegelände. Und das waren einfach unvergessliche Erlebnisse. Genau. Achso. Ja, Wahnsinn. Also das mit dem kaputten Instrument ist auf jeden Fall sehr, sehr lustige Geschichte. Ja, Wahnsinn. Ja, was hatte ich denn noch? Was wollte ich dich denn noch fragen? Ich gucke mal hier auf meinen Zettel. Genau, sag mal, wo spielt ihr jetzt eigentlich, in welchen Städten auf eurer Japan-Tour? Das kannst du ja einmal nochmal hier in die Kamera erzählen. Also in Tokio hast du gesagt, das seid ihr auf jeden Fall 3-mal, ne? Genau, 3-mal in Tokio. Dann sind wir in Osaka, in Nagoya, in Yokohama. Und jetzt verließen sie ihn. Es gibt noch 3 oder 4 Städte, die mir jetzt... Ja, genau, ich glaube in Fukuoka, Hakata, glaube ich. Fukuoka sind wir zum Beispiel, genau. Ja. Und wart ihr noch nach Niigata? Bin mir nicht sicher. Okay, ich schreibe einfach die Daten und die Städte dann mit dazu, dann ist das auch einfacher. Aber dann seid ihr auf jeden Fall gut unterwegs. Fahrt ihr also mit dem Shinkansen oder nehmt ihr das Flugzeug auch? Ja, wir haben also mit dem Zug und mit Flugzeug haben wir inländische Transfers zu bewältigen und die Tour ist sehr eng getaktet, aber ich denke, wir werden auch zwischenzeitlich mal ein bisschen locker essen oder so. Eine Udon-Nudelsuppe essen zum Beispiel. Wir schlafen wahrscheinlich auch, aber ja, wir sind ja mittlerweile ein sehr junges Orchester. Es gab einen großen Generationswechsel bei uns und ich glaube, die jungen Leute, die werden, glaube ich, ziemlich durchfeiern wahrscheinlich. Ja, vor allem wenn die Leute vielleicht vorher noch nicht in Japan gewesen sind, dann muss man natürlich das wahrscheinlich mit dem Schlafen eher weniger. Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall
Das wird bestimmt sehr spannend. Weißt du auch, wo man noch Tickets buchen kann? Also ich habe ja so ein bisschen schon recherchiert. Bist du da auch hinterher oder hast du damit gar nicht gerechnet? Macht tatsächlich hauptsächlich unsere Verwaltung bzw. die Agenturen untereinander. Da bin ich nicht ganz firm. Was ich aber weiß, ist, dass man auf der Website vom Metropolitan Arts Theater in Tokio Tickets erwerben kann. Und entsprechend bei jeder Homepage eines Konzertsaals in der jeweiligen Stadt, wo wir dann auftreten werden. Wunderbar, dann werde ich die da auch noch mal mit dazu schreiben. Und es gibt auch so eine Ticketseite, die heißt, glaube ich, E-Plus. Da kann man generell für Konzerte aller Art Tickets erwerben. Und ich glaube, also da hatte ich auch für Tokio auf jeden Fall die Tickets gesehen. Und ja, wie viele Plätze noch über sind oder so weiter. Dann werde ich das auch noch mit einlisten. Genau, und dann hattest du mir noch in der E-Mail erzählt, dass ihr in Nagoya am 19. November noch ein ganz kleines Zeitfenster habt. Euer einziger freier Tag vielleicht. Und du Lust hast, mit einem Violinistin eine kleine Session oder wie ihr das nennt, Kammermusik Genau. zu halten. Ja. Genau. Genau. Also es war eine spontane Idee unseres Geigers. Das ist der Bogdan Dragusch, ein unglaublicher Geiger. Das muss man einfach mal erlebt haben. Der ist 2 Meter groß. Oh. Sieht aus wie Bob Marley und spielt dann auf seiner kleinen Violine so unfassbar Zigeuner, teilweise auch Popmelodien und so weiter. Das ist einfach sensationell, dieser Typ. Und ich habe die große Freude, ab und zu mal mit ihm hier in Hannover auftreten zu dürfen. Der hat sein eigenes Gypsy-Ensemble eigentlich und ist sehr erfolgreich, tourt auch ganz viel rum. Und ihm habe ich von dir erzählt und da sagte er: Hey Mensch, lass uns doch ein bisschen Duo spielen in Japan. Kannst du da nicht mal was fragen, ob es vielleicht musikalische Kontakte gibt und so? Das habe ich jetzt hiermit getan. Wir sind in Nagoya und haben dort ein Konzert und haben wir einen freien Tag am 19. November. Und sollte es einen geschätzten, interessierten Veranstalter geben, der uns vielleicht für ein kleines Duo-Konzert engagieren möchte, zum Beispiel in einem Hotel oder auch in einem guten Restaurant, je nachdem, dann können wir darüber sehr gerne kurzfristig ins Gespräch kommen. Es ist natürlich ja wirklich sehr kurzfristig, weil die Tour ja morgen schon losgeht und wenn sich nichts ergibt, dann ist das auch nicht so schlimm. Ja, aber das kann man ja damit jetzt mal, ne, in die Welt hinaus schreien und vielleicht hat ja jemand Lust, dann kann er sich gerne bei mir oder dir melden, genau. Dazu sei noch gesagt, sollte es tatsächlich dieser überraschende Fall eintreten, dann müsste es vielleicht noch einen geneigten Geigenbauer oder Ja. Instrumentenverkäufer geben, der ein Violoncello vielleicht zur Verfügung stellt, weil ich ja leider nicht einmal ein eigenes Instrument komme, weil es ja eingeschlossen ist. Aber in Nagoya habe ich gehört, soll es schon sehr gute Geigenbauer geben, zum Beispiel. So. Die auch gute Instrumente mal verleihen oder vermieten oder so. So. Ja. Wahnsinn. Dann hoffe ich das Beste. Vielleicht kommt ja noch mal coole Session bei rum. Und ja. Das, glaube ich, haben wir auch jetzt schon ja, eine gute Menge an Fragen abgedeckt. Also ich habe auf jeden Fall viel gelernt, wo ich ja normalerweise mit klassischer Musik nicht so sehr viel am Hut habe. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ja, ich bin gespannt ja, auf eure Tour. Und ich hoffe, dass ihr eine wunderbare Zeit hier in Japan habt. Und wir werden uns ja nochmal eine in Person sehen. Genau. Vielleicht können wir auch was Schönes essen, wahrscheinlich nicht Ramen, vielleicht ein bisschen was Netteres. Da, wenn ich mich ganz vertrauensvoll an dich, also da wirst du bestimmt eine nette Location ausfindig machen. Also ich freue mich oder wir freuen uns sehr, auf jeden Ja, Fall. auf Ja. jeden Fall. Dann freue ich auf das Treffen in Real. Und ja, dann würde ich mich erstmal verabschieden aus unserem aus unserem kleinen Interview. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Deinem streng getakteten Terminplan.
Ja. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen, vielen Dank auch für deine Zeit und die Ermöglichung dieses Interviews. Und ja, bis übermorgen. Stimmt. Die Zeit fliegt. Okay, dann. Ciao. Jo.